Haselnuss weiß nicht, wo sie hin muss, aber wir können dir nochmal den Tipp geben, du gehst dann auf den Platz 1. Guten Morgen. Ich war die Nacht über total nervös, aber auch voller Vorfreude, so viele Leute zu treffen und wieder unter Menschen zu kommen. Aber egal, erstmal frühstücken. Und ja, ich habe sogar Kaffee getrunken, damit ich den Tag überlebe. Computer, Timer auf 4 Minuten. Brötchen ASMR. Wer ist jetzt auch zu seiner Alexa gerannt? Schreibt in die Kommentare. Mir ist das definitiv nicht mehrere Male beim Schneiden passiert. Ich glaube, ich hatte ein relativ ausgewogenes Frühstück für den Tag. Noch Zucchini und einen Pilz vom Vorabend. Kohlrabi, Brötchen, einen Saft, Kaffee, Tomaten und Nachtisch. Hier düsen wir nach Düsseldorf, um dort zu düsen. Ich hoffe, dass ich ein bisschen mit den Leuten reden kann und nicht so aufgeregt bin und in irgendwelche Fettnäpfchen trete. Ich sehe heute alle Anwesenden das allererste Mal und das ist halt eine ganz neue Situation für mich. Findet ihr das komisch oder könnt ihr das nachempfinden? Wie seid ihr in vergleichbaren Situationen? Hier habe ich eventuell aus Versehen das Mikrofon gemutet. Ich bin das erste Mal am Mediahafen und das ist echt schön hier. Es gibt super viele Futtermöglichkeiten und eventuell hat mich das auch am meisten beeindruckt. Kulturveranstaltung mit Moderator Dennis. Hi, ich bin angekommen. Unten wird noch Technikzeug gemacht und Denzel ist auch schon unten und das Nerdstar-Team und so und Leute vom UCI. Also ich möchte diese Kamera auch für zu Hause haben. Wie kriege ich die? Und, ich bin gar nicht nervös. Ja, mal gucken, wie das gleich abläuft. Denzel sitzt ja dort und castet die Runde noch zu Ende. Jeder steht fest. Denn Jubel, geil, wir wissen jetzt, wer gewonnen hat. Grafik kommt rein. Da steht dann da irgendwie. Genau, wir haben ja insgesamt 3. Genau, es wäre höchstens halt, wenn ich irgendwie, wenn jemand winkt, so nach dem Motto, ey, wer ist denn hier vorne irgendwie, und dann. Hier. Ha. Ja, also kann man mich denn, mit wem kann ich, wie weit kann ich interagieren mit Leuten, ne? Wenn ich jetzt mal sage, ach guck mal, da sitzt doch jemand, den habe ich doch schon mal gesehen, erstmal schönen guten Abend, hallo. Hi. So, da wäre jetzt mal die Frage, so, ne? Wie? Hi, ich warte immer noch. Noch 20 Minuten ungefähr. Oder je nachdem, ob wir um 9:30 anfangen oder um 15:45. Und um 15 Uhr geht es ja ganz los. Also knapp 50 Minuten, bis es losgeht. Schwer zu sagen. Ich bin so nervös, dass ich wahrscheinlich gegen jede Wand fahren werde einfach. Und sowieso nichts zustande bringen werde. Ja. Hallo Düsseldorf! Warum spricht Dirk eigentlich Düsseldorf so komisch aus? Das sind einmal die 32 wunderschönen Menschen in den ersten 2 Reihen. Könnt ihr mal kurz winken? Einmal kurz nur winken. Mal ganz, so ist das, wenn die leise sind. Könnt ihr jetzt mal kurz winken und rufen? Hallo? 1, 2, 3. Hallo! Und jetzt, dann seid ihr Player 1 und setzt euch gleich auch auf den Platz, wo Player 1 steht. Weil sonst wird es für mich schwer zuzuordnen, wer wo ist. Hier unten, die Fahrerplätze sind gekennzeichnet mit einem kleinen Sticker und dann wisst ihr, wo ihr euch hinsetzen müsst. Das heißt, Haselnuss wird sich gleich auf welche Nummer setzen, Haselnuss?
Was? Ja, hast du nicht verstanden? Ist scheinbar sehr kompliziert. Aha. Applaus für Haselnuss. Ja, das, Haselnuss weiß nicht, wo sie hin muss, aber wir können dir nochmal den Tipp geben, du gehst dann auf den Platz 1. Also ich würde gleich bei 1 einmal alle Hände nach oben bitten. Ja? Und dann gucken wir, also wer hat mindestens Skill Level 1 hier von den Fahrern? Mindestens die 1. So, wer hat... Luna hat nicht die 1. Okay. Ne, ist ja ein Statement. Wer hat mindestens die 2? Ah, da geht... Nee, keine Antwort. Wer hat mindestens die 3? Ja, okay, da gehen schon ein paar runter. Wer hat mindestens die 4? Snipen versucht er auch. Ganz knapp. Und mit der Banane... Oh, und die Rote noch rückwärts, einfach der Disrespect. Einfach ekelhaft. Trifft Melinda noch kurz vom Ziel. Aber, ah ne, das ist doch Haselnuss. Ich bin einfach verwirrt. Haselnuss auf Platz 1, Platz 3. Wir sehen das auf der Ziellinie. Alle auf der Zielgeraden. Es ist super knapp. Crispy vorne, Haselnuss mit Bananen kann nichts machen. Milos kann mit der einen Banane auch nichts machen. Und wir kommen fast alle gleichzeitig durchs Ziel. Ja, im Chat könnt ihr natürlich eure Leute anfeuern, auch wenn die Fahrer während der Fahrt nicht den Chat sehen, wird es vielleicht im Nachhinein auf jeden Fall noch bemerkt. Also unbedingt anfeuern im Chat. So, kommt jetzt Hahn vielleicht da auch nochmal ran. Mit der Banane ist natürlich nichts. Och, und jetzt kommt auch noch Haselnuss und haut mit dem Kugelwilli Hahn da von der Bahn. Also frech. Und da hatte Crispy nichts hinten und Milos... Hahn freut sich über den dritten Platz. Das ist doch schön. Und Milos hatte lange den roten im Gepäck, aber hat sich gedacht, ey, ich will gar nicht mehr als den zweiten. Drei Pilze für Haselnuss. Hm. Das könnte ein Filmtitel sein eigentlich. Drei Pilze für Haselnuss. Schlau ist, behält er die erstmal. Denn wir haben bislang noch keinen blauen Panzer gesehen. Und wie ich das schon gesagt habe, ein blauer Panzer ist hier deutlich seltener. Er rotiert durch. Er lässt die Bombe fallen, trifft niemanden, weil der Abstand zu groß ist. Und Haselnuss jetzt, kriegt einen. Crispy setzt sich durch mit 17 Punkten, das ist fast ein Perfect. Und Milos, ihr beiden seid eine Runde weiter in den Top 16. Und Hahn und Haselnuss, ihr seid qualifiziert. Und das ist ja mindestens genauso geil. Eigentlich ist es ja fast noch geiler. Für den Battle Clash. Und da geht es gar nicht mehr nur um fahrerisches Talent, sondern da geht es dann auch darum, Items mal ein bisschen wilder einzusetzen. Ja, vielen Dank. Das war Gruppe 1. Ich bin gerade Dritte geworden und theoretisch hätte ich auch Zweite werden können, glaube ich, wenn ich mich mehr angestrengt hätte. Aber ich war so nervös, dass, ja, dass es jetzt Dritter geworden ist. Und in zwei Runden, glaube ich, jetzt noch ein Team vor mir und danach bin ich jetzt noch dran. Und ja, dann ist es vorbei für heute. Und hier wurde es. Da kommt dann doch jetzt sogar Krawalltuffe noch an. So, sehr schöne Grüne eigentlich, aber es war haarscharf. Ist hell genug? Da wird es halt doch noch mal eng vorne. Was passiert ja. Da jetzt? Die schöne Regenbogenstrecke. Das ist auch so eine Strecke, wo alle immer sagen, oh, die ist so schlimm und schwer. Dabei ist sie das eigentlich überhaupt nicht, finde ich. Das ist eigentlich eine sehr angenehme Strecke zu fahren. Herzlichen Glückwunsch, da kommt man wirklich ran. Baby Luigi macht das Ding hier. Und Chris ist somit damit der dritte Finalist aus unserer Battle Clash Turnierreihe, unserem kleinen Turnierchen. Herzlichen Glückwunsch. Und die anderen drei leider raus. Dirty Devil damit raus, Raffi raus und Haselnuss auch leider raus. Da wurde nicht hart genug gebettelt, offensichtlich. Sehr stark. Aber Glückwunsch natürlich den anderen. Wir kommen jetzt zur nächsten Paarung. Wir machen jetzt hier Schlag auf Schlag, damit wir ein bisschen Zeit aufholen. Das ist nämlich auf jeden Fall auch nicht unwichtig. Wir holen ein bisschen Zeit raus und gehen relativ... Hallo. Guten Morgen. Ich bin wieder zu Hause. Es ist eigentlich schon der nächste Morgen, aber gestern Abend war es irgendwie viel zu spät, als dass ich irgendwie noch was hätte aufnehmen können. Und es war cool. Es war cool. Man konnte sich gut unterhalten, viele Leute kennengelernt, so, die ich treffen wollte und gequatscht. Und später sind wir halt auch noch essen gegangen. Ja, auch danke an die Stimmung im Chat und so und dass ihr mich angefeuert habt. Das war sehr rührend irgendwie für mich. Ja, schon. Ich habe Unterschriften von allen Teilnehmern gesammelt.
Wenn man selber Twitch-Konsument ist und streamt, was macht man dann? Ja, man sammelt Autogramme für sich selber und ich bin sehr stolz auf dieses Stück und es wird auf jeden Fall einen Platz im Regal finden. Ich bin wirklich stolz darauf. Ja, es sind irgendwie alle aus dem Team unterschrieben, die ich so erwischen konnte. Alle Influencer, die da waren. Ja, finde ich sehr cool. Danke auch nochmal an die Unterschriften. Ich hoffe, das hat nicht zu awkward gewirkt irgendwie. Also, die ersten drei Male waren, glaube ich, awkward und dann war es okay, weil ich einfach mich einfach rumgelaufen bin und jeden gefragt habe. Ja, unglaublich. Ich habe Nachos bekommen, ich wurde gut verpflegt. Der Pilz ist da eigentlich stark, aber da ist wahrscheinlich die Strecke nicht so ganz bekannt. Trinken konnten wir uns regelmäßig nachfüllen. Es war nice. War ein cooles Event, finde ich. War echt schön. Coole Leute auf jeden Fall. Es hat echt Spaß gemacht. Guck mal, dass ich mich erst in den Schnitt setze und alles fertig mache und so. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Habt ihr noch Fragen oder so? Ich hoffe, ich habe... Ja, mal gucken, wie das hier wird, dieser Vlog. Ja, ich freue mich. Dankeschön. Dankeschön fürs Zusehen. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.